Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 von Shadowlord. Beim letzten Mal haben wir einen Magro-Reaktor in die Luft gejagt und haben damit das Spiel eingeleitet. Und nun sollen wir uns zum Bahnhof begeben. Hier sehen wir noch ein bisschen die Auswirkungen der Explosion. Meine Güte, das war aber ein ganz schöner Knallkörper. Und alles rennt hier panisch umher. Bis auf dieses Blumenmädchen. Entschuldigung. Was ist passiert? Wir sind mal nett zu ihr. Das hat noch ein paar andere Bewandtnisse. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Hier sieht man nicht viele Blumen. Das ist schon wichtig. Ach, die? Gefallen sie dir? Sie kosten nur einen Gil. Na, kaufe doch mal eine. Für einen Gil eine Blume. Ist doch nett. Hier. So, wie gesagt. Ganz schöner Knallkörper. Das ist die Bombe. Das waren wir. Ich habe gesagt, wir sind Ökoterroristen. Kann man nicht anders nennen. Wir versuchen ja wirklich eigentlich die Welt zu retten, indem wir halt diese Makroreaktoren vernichten. Hat man ja schon ein bisschen mitbekommen halt. Der Lebenssaft der Energie, quasi das Blut des Planeten. Ähnlich wie wir halt Öl und Gas benutzen. Nur, dass sie die mit den Methoden, die wir an das Zeug rankommen, die Planeten vernichten, ist es dort wortwörtlich. Die vernichten die Planeten damit. Kein Scheiß. Das kann ich ja nicht schon mal erzählen, weil das gibt man ganz viel später noch erklärt. Also, so weit spät jetzt auch nicht. Aber doch recht spät kriegt man erst die Erklärung. Darum sage ich jetzt schon mal. Und deswegen, wir tun das Richtige mit den falschen Methoden. Wir wollen das Richtige. Wir nutzen nur die falschen Methoden, wenn man mich fragt. Aber, naja, drastische Situation erfordert drastische Maßnahmen, nicht wahr? So, abgesehen davon, sollten wir es mir eigentlich weitergehen. Hier werden wir jetzt nur von Soldaten angegriffen. Wir könnten sie bekämpfen, würde aber keinen Sinn ergeben, weil wenn wir sie besiegen, kommen einfach nochmal neue. Und das dürfen wir jetzt noch einmal machen. Und weil es so lustig ist, noch ein drittes Mal. Und wie gesagt, wir könnten sie bekämpfen, aber es kämen einfach nochmal neue. Von daher, weiter kommst du nicht. Ich habe keine Zeit mit euch zu balgen. Genug gefasert, schnappt ihn! Und glücklicherweise kommt er gerade unter Zug. Ja, auf den haben wir gewartet. Ich muss ja sagen, bei der Grafik. Es ist ja die Revolution von Final Fantasy gewesen. Und Revolution in 3D. Ich meine, das, was wir hier sehen, war damals ein Highlight für 3D-Animation. Und ich war auch damals total begeistert davon. Keine Frage. Aber wenn man sich das heute mal ansieht, das ist nicht gut gealtert. Das ist sehr retro. Cloud ist nicht gekommen. Das haben wir mitbekommen. Cloud, aber getötet wurde? Niemals! Oh, da war ich ja Sorgen um uns! Der Barry ist ja ganz nett. Cloud. Die Waifu. Scheinbar. Nein, ist sie nicht, ist eine andere. Sag mal, meinst du, Cloud kämpft bis zum Ende für Avalanche? Was ich ja lustig finde. In der PlayStation-Version haben sie Soldier zu Soldat übersetzt. Avalanche nicht. Weil Avalanche heißt übersetzt Lawine. Woher soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Allgemein muss man sagen, dass in der PlayStation-Version viele Kinderkrankheiten drin waren, die sich hier in der PC-Version nur zum Teil überarbeitet haben. Leider. Wenn hier nicht alles ausgeflippt wird. Hey, Barrett, was mit unserem Geld? Ey, blöder Zeitpunkt. Nix, Entschuldigung. Oh. Wer auch immer das gesagt hat, keine Ahnung. Klopf, klopf, wer ist da? Klopf, klopf, wer ist da? Cloud! Ja, klar, sag ich doch. Bin ich mal hier kurz eingetrudelt. Ich bin kurz eingezogen. Das sollte ein Wolkenwitz werden, aber er kam irgendwie nicht so gut an. Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, ziemlich spät. Machst hier einen riesen Auftritt. Also einen Auftritt machen kann er, ja. Ist nichts dabei. Mach dich immer so. Mist, alle haben sich Sorgen nicht gemacht. Du scherzt dich um niemand anders als dich selbst. Da ist was dran. Du hast dich um mich gesorgt. Wenk scheinbar. Was? Das ziehe ich dir von deinem Geld ab, du Angeber. Auf, Leute. Es geht los. Folgt mir. Es geht ja dann doch ums Geld. Hey, Cloud, du warst klasse. Und was ist schön zu sagen? Hey, Cloud, es wird noch besser. Wir haben jetzt schon eine Fanbase. Interessant. Vorsicht, ich mach's zu. Oh, Cloud, dein Gesicht ist völlig schwarz. Und jetzt nicht mehr. So, besser.
Warum habe ich bei... Na egal. Danke, dass du mir im Reaktor geholfen hast. Ich habe keine Ahnung. Das gehört zu den wenigen Sachen, die ich nicht gemacht habe. Wenn man sie zurücklässt quasi. Habe ich nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wenn es einer von euch weiß, dann sag's doch mal bitte. Das würde mich jetzt echt interessieren. Letzter Zug aus Sektor 8. Endstation Sektor 7. Erwartete Ankunft. 12.23 Uhr Midgard-Zeit. Wie bei der Deutschen Bahn. Wahrscheinlich auch mit irrsinniger Verspätung. Ich muss ja sagen, ich bin froh, dass ich bisher mit der Deutschen Bahn keine Verspätung hatte. Wie ihr wisst, ich mache seit neuestem arbeite ich endlich wieder in einem Betrieb, der sogar richtig an einem Hauptbahnhof eines nächstgelegenen Ortschaft ist. Deswegen hatte ich den letzten Zug. Oh Mann. Und ich hatte bisher keine Verspätung. Ich bin jeden Tag pünktlich zur Arbeit gekommen. Da bin ich echt froh drüber. Doch einmal hatte ich Verspätung, aber es war noch vollkommen im Rahmen des Möglichen. Gut, du gehst da. Ich gehe auf die andere auf Nerven, weil ich existiere quasi. Ich wollte doch gar nicht durch, ich wollte mit ihr reden. Weil wir müssen mit ihr reden, die nächste Szene zu triggern. Also von daher, ist ja wurscht. Die anderen sind mir egal. Hey Cloud, willst du mit mir ansehen? Eine Karte des Schienennetzes von Midgard. Wir können uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Wenn es sein muss, was es sein muss. Ich mag sowas. Bombenmonitore. Weißt du, so abgefahrenes Zeug. Also ein Mädchen was, oder eine Frau, die mehr in Richtung Mann geht? Eigentlich nicht, sie interessiert sich halt nur für Technik. Pass auf, gleich fängt's an. Und sie ist eine Terroristin. Ist so, wir sind Terroristen, was soll man dagegen sagen? Was vor allem ist, zur heutigen Zeit ist gerade so ein bisschen makaber ist. Gerade so derzeit. Naja, ist so ein Spiel. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgard. Sieht echt hübsch aus. Habe schon von oben gesehen. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene liegt etwa 50 Meter über dem Boden. Merkt euch diese Zahl. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum in jedem Sektor. In jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Psst, flüster, flüster. Der Reaktor 1, den wir Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle bis Nummer 8. Warum nicht bis 7? Die 7 ist sonst so wichtig in diesem Spiel. Die 8 Reaktoren versorgen Midgard mit Strom. Obwohl, jetzt sind nur noch 7 da. Also sind es jetzt 7, also da haben wir die 7. Yay! Früher hatte jedes Viertel einen Namen, aber keiner in Midgard erinnert sich noch dran. Das ist schade. Jetzt gibt es nur noch durchnummerierte Sektoren. So weit ist es gekommen. Ja, wenn man seine Heimat halt nicht so wertschätzt. Jetzt hierzu. Schau. Das ist ein Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssten gleich ins Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein ID-Sensor, an den die Zentraldatenbank in Shinra Hauptquartier angeschlossen ist. Sie überprüft die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier hinzu. Der gläserne Mensch! Jeder sieht, dass sie verdächtig sind, deswegen haben wir gefälschte Ausweise. Ja, ihr tut auch nicht gerade euer Bestes, das zu vertuschen. Das ist eigentlich, das muss ich gerade in den Roman 1984 denken. Das kommt gerade eigentlich ziemlich gut in die Richtung. Wahrscheinlich hat sich dieses Spiel sogar ein bisschen Bewandtnis in diesem Roman. Müsste ich mal lesen. Ich weiß nur, worum es geht. Ich habe nie gelesen. Muss ich mal tun. Wenn man von Teufel spricht, die Lampen bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wenn das Licht, wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten reinkommen. Egal, wir sind sowieso fast oben. Glück gehabt. Eigentlich unten, weil wir fahren in ganz andere Richtung. Aber egal, das ist Details. So, reden wir mal jetzt mit Barrett. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Fun Fact, im Rahmen dieses Dialogs, was jetzt noch kommt, hat er aus der PlayStation-Version Pizza gesagt. Also eine schwebende Stadt. Da wird ja einen ja mulmig. Also der hat die Plattform mit der Pizza bezeichnet. Finde ich nicht ganz so schön, aber hat er gepasst. Hätte ich gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist immer für eine Überraschung gut. Wir haben auch mal unsere sentimentale Seite. Die Wette oben, eine Stadt auf der Platte. Ich glaube, da hatte er statt der Platte Pizza gesagt. Und wegen dieser Piep Scheibe oder was da, egal, müssen die Leute unten leiden. Yep. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verdreckt. Was Barrett damit andeuten möchte und was auch schon einige wahrscheinlich alle gewusst haben. Unter der Plattform von Midgard gibt es eine weitere Stadt, die Slums. Und Slums sind nie gut. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Also haben die unten nicht mehr wirklich Strom.
Warum ziehen da nicht alle auf die Platte? Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel verhängtes Geld, gesellschaftliche Gründe, das weiß man nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Oder vielleicht, weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Beides gut möglich. Ich weiß, keiner lebt freiwillig in den Slums. Es ist wie dieser Zug. Er kann auch nur dahin fahren, wo die Gleise entführen. Voll tiefgründig gerade. Tja, aber selbst jeder Geist hat mal einen tiefgründigen Moment. Okay, sagen wir mal fast jeder. Einige. Wie auch immer. Dieses blöde Gehuste immer zwischendurch ist echt ekelhaft. Ich kann es nicht mal wirklich rausschneiden. Das ist das Problem mit OBS. Es ist ja nett, dass halt die Audio, also die Ton, die Sprachaudio und die Game-Audio auf einer Welle sind. Das Problem ist halt, man kann dann halt nicht bei ihm aus der einen Audiospur rausschneiden, ohne dass es halt der gesamten Aufnahme dann eine Lücke ist. Ist nicht immer schön. Und ich komme echt verdammt schnell voran diesmal. Hey da, kommt alle hier rüber. Komm, ich auch, mach ich auch mal. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Eigentlich sollte man sagen, diese beeindrucken. Aber egal. Details. Wir treffen uns dann versteckt. Raus hier. Ja, und da gehen wir auch mal direkt hin. Wir wollen ja unsere Monetas. Wir wollen Geld, 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 Geld. Loot, 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 loot. Wir gehen auch mal direkt hin. Wir könnten mit der Person da jetzt reden, aber das ist eigentlich keinerlei so wichtig. Das ist ein Speicherpunkt. Das Ding hier. Ist mir aber gerade egal. Und nun gehen wir mal. Scheinbar ist das freie Geheimversteck eine Kneipe. Und Barrett sorgt mal eben für Freiraum. Auf seine Art und Weise. Aber ich will mich nicht mit einem Typen anlegen, der so groß ist und einen Maschinengewehrarm hat. Gut, dann wollen wir rein. Okay, rein da. Ganz schnell, kurz und schmerzlos quasi. Wir ziehen das jetzt durch hier, ZZ. Papa! Und wir haben ein Kind, wie scheint. Oder auch nicht. Jedes Mal, wo ich die Szene sehe... Das ist eigentlich eine lustige Szene, ganz ehrlich. Marlene, willst du dich etwas zu Cloud sagen? Scheinbar... nicht. Hallo, meine Waifu. Also nicht meine Waifu, aber eine Waifu. Die Cloud-Waifu. Ich shippe Cloud und diese Charakteren. Definitiv. Willkommen zu Hause, Cloud. Scheint das ja alles gut gegangen. Hast du mit Barrett gekämpft? Und hier haben wir einen großen Übersetzungsfehler. Sie haben das Wort wörtlich übersetzt. Weil in Englischen sagt sie halt, did you fight with Barrett? Also ich gehe davon stark aus. Weil... Did you fight? In Englischen umgangssprachlich ist mit habt ihr euch gestritten? Oder fight auch ein Wort für streiten ist. Und hier wurde halt gekämpft raus. Und wenn man man kann es so sehen von wegen, ich habe Barrett zusammen gekämpft, aber hier meinen sie wirklich gegeneinander. Und wenn man habe ich sagt, wird sie natürlich dementsprechend reagieren. Und diesmal nicht, auch anders. Ich habe eigentlich nie diesmal nicht gesagt. Ha, du bist erwachsen geworden. Genau das meine ich. Dann hat damit halt nicht impliziert, dass man im Prinzip ihn gezankt hat. Als du klein warst, hast du wegen jeder Lappalie ja, ihr seht, genau das meine ich. Und in diese Textbox kann ich nicht mehr wirklich erinnern. Und da haben wir Tifa, die dritte im Bunde der Charaktere dieses Spiels. Blumen? Wie nett. Hier in Islams sieht man kaum welche. Aber eine Blume für mich? Oh, Klau, das war aber nicht nötig. Nichts Besonderes. Wir könnten dir sogar Marlene geben. Aber hier geht es natürlich tiefer. Das hat mehrere Bewandtnisse. Zu denen komme ich aber erst später. Sagen wir mal so, unsere Entscheidungen mit Tifa kann ein Spielelement verändern und beeinflussen. Ich möchte es aber jetzt nicht vorweggreifen. Aber die Leute, die das Spiel kennen, werden wahrscheinlich schon wissen, was ich meine. Und diejenigen, die es nicht kennen, freut euch, das kommt erst sehr viel später. Danke, Klaus. Die duftet so herrlich. Anniesen hätte ich den ganzen Laden voller Blumen. Das könnte ein wenig dauern. Rede ich mal mit dir.
Nee, das ist Nalene. Ich wollte mit ihr. Tut mir leid, Cloud. Meine ist etwas schüchtern. Das ist wahr. So, damit es weitergeht, müssen wir mal kurz rausgehen. Quasi. Papa, wir kommen daheim. Und... Okay, why not? Ist okay, Barrett. Bestens. Kommt runter, ihr Spinner. Die Konferenz fängt an. Ich bekomme wahrscheinlich niemals mit Barrett eine einheitliche Stimme hin. Und der Flipper-Automat ist natürlich der Aufzug ins Geheimversteck. Und die springen darunter. Wenn ihr wollt. Meinetwegen, kann ich mit leben. So, red ich mal mit tiefer. Setz dich. Das hat auch eine Bewandtnis, glaube ich. Wie sieht's aus? Möchtest du was trinken? Ich weiß nicht, was da... Ich glaube, mir ist gerade nicht danach, oder? Ich weiß gerade nicht genau. Ich will doch gerade nicht nachgucken. Mir ist gerade nicht nach. Hey, ihr macht die besten Drinks in der Stadt. Alle sagen, dass meine Drinks am besten schmecken. Geht's dir wirklich gut? Ich hätte das andere nehmen müssen. Egal. Klar, warum? Etwas so. Du siehst sehr müde aus. Das ist alles. Scheinbar kennen wir uns von früher. Das wurde auch sehr deutlich impliziert bisher, ne? Ja, ich kann es schon mal sagen. Wir sind Kindheitsfreunde. So, ich möchte es eigentlich auch ein bisschen voranpushen. Und vor allen Dingen, so sichtig vor allen Dingen. Wichtig sind diese NPCs jetzt auch nicht. Ist das Problem, wenn man das halt schon zum dritten Mal macht, dann will man es einfach nur rumhaben. Du, Cloud, ich muss dich was fragen. Waren bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, Soldier dabei? Natürlich ganz cool, sagen wir. Nein, da bin ich mir ganz sicher. Das hört sich aber sehr sicher an. Wären Soldier dabei gewesen, würdest du jetzt nicht mehr vor mir stehen. Glaub nicht, dass du eine ganz große Nummer bist. Bloß weil du Soldier warst. Barrett ist natürlich etwas leicht reizbar, aber muss auch sagen, Cloud ist etwas sehr barsch. Und Big Stars ausbaden, arme Sau. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle Soldier stark. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bitt dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an Shinra klammern. Und da trifft er auf einen weichen Punkt. An Shinra klammern? Du hast mich etwas gefragt und ich habe dir Antwort gegeben. Das ist alles. Aber der Turm macht die Musik. Ich gehe nach oben, wir reden über das Geld. Ich glaube, ich muss dafür direkt nach oben jetzt. Und da kommt die Tifa natürlich direkt eingreifen, ohne den Aufzug zu benutzen. Wahrscheinlich genauso wie die anderen drei runtergesprungen. Warte, Cloud! Tifa, lass ihn gehen. Sieht aus, als würde der Shinra immer noch vermissen. Das hat nichts damit zu tun jetzt. Schluss jetzt! Mir liegt weder was an Shinra noch an Soldier. Das ist schon mal gut. Aber stimmt mich nicht falsch. Avalanche und der Planet sind mir genauso egal. Das ist nicht so gut. Eieieiei. Bitte bring die Angelegenheit in Ordnung. Wir hauen einfach ab. Es wird nichts bringen. Es geht erst weiter, wenn wir das hier gemacht haben. Und interessanterweise, zwei Sequenzen müssen damit starten, dass wir abhauen. Voll Kacke! Hör zu, Cloud, ich möchte dir was bitten. Mach bei uns mit. Naja, tun wir doch quasi schon. Für Geld. Tut mir leid, Tifa. Der Planet stirbt. Er stirbt langsam, aber sicher. Unsere aber auch irgendwie. Wir müssen etwas unternehmen. Bestes Beispiel dafür ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür ist auch Wall-E. Der Film von Disney. Super toller Film. Sollen Barrett und seine Kumpel doch was dagegen unternehmen? Ich hatte mit nichts am Hut. Doch, hast du. Du wohnst auf diesem verdammten Planeten. Das betrifft auch dich. So, du gehst also wirklich. Du gehst einfach so weg und lässt eine alte Freundin sitzen. Was? Tut mir leid. Ich möchte ja mich irgendwie schon mal hier einschleimen und wenn wir jetzt barsch sagen würden, wie kannst du das sagen, ist natürlich nicht besonders gut für das gegenseitige Verständnis. Also sagen wir, tut mir leid. Den Hustenanfall kann ich sogar rausschneiden. Du hast auch das Versprechen vergessen. Versprechen? Von was für ein Versprechen redet sich Tifa dann eigentlich? Das, liebe Leute, erfahren wir im nächsten Part. Ich weiß voll der gemeine Cliffhanger, aber der ist so gut. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.